Willkommen bei Kokosnuss und zur Reaction zu Nintendo Direct vom 21.06.2023, in dieser Spiele vorgestellt werden, die dieses Jahr rauskommen werden. Okay, wir starten erstmal mit Pokémon Karmesin und Purpur. Ich glaube, das sind hier die DLCs, die vorgestellt werden. Ja, die DLCs. Ja, was ist denn mit denen? Warum? Was ist mit dem Design? Warum haben die Haare über der Nase? Sonst finde ich eigentlich, dass es ganz gut aussieht, aber die DLCs interessieren mich nicht so. Okay, die ersten Schlagzeilen. Ah, das neue Sonic-Spiel. Jetzt auch für Nintendo Switch. Ne, jetzt erscheint das eigentlich gar nicht. Erst in naher Zukunft. Aber ich finde, das Spiel sieht sehr, sehr cool aus. Sehr schönes Remake. Den Arzt, da finde ich auch sehr schön, wie bei dem Link's Awakening Remake. Cool, man kann jetzt auch im Koop-Modus spielen. Ja, ist ganz cool. Oh, Free-to-Play. Aber das sieht echt schön aus. So gemütlich, irgendwie auch im Koop. Ja, Mehrspieler-Modi steht oben. Interessant. Ja, das sieht sehr interessant aus. Bogenschießen, Angeln. Und einen Bauernhof haben, kochen. Ja, sieht ganz schön aus. Schwierige Entscheidung, aber ich glaube, ich nehme Vanille. Aber ja, am 15.07. ist ein neues Splatfest. Aber was ist das jetzt? Hä? Pokémon Meisterdetektiv Pikachu 2? Endlich, oha. Nach sehr langem Warten ist es jetzt soweit, das Spiel erscheint. Ich weiß nicht, die Grafik finde ich irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Pikachu. Cool, am 6. Oktober schon. Ja, Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Ich finde, das Spiel sieht irgendwie ein bisschen aus wie Schwert und Schild, außer der Mensch hier. Der sieht irgendwie anders aus. Okay, als nächstes. Was ist das? Neues Mario-Spiel? Ein Remake. Aber was war das für ein altes Spiel? Mario RPG! Ach. Wie cool. Schön, dass es dazu ein Remake gibt. Voll cool, einfach ein Mario Roleplay Game. Oh, 17. November. Okay, was kommt jetzt? Peach? Hä? Ein eigenes Peach-Spiel? Ja. Okay. Interessant. Okay, das war's. Ja, noch etwas? Wie? Luigi's Mansion 4? Ne, ein Remake. Oder ein Port mit besserer Grafik. Okay, das war's auch wieder. Ja, beide Spiele erscheinen nächstes Jahr. Ah, jetzt kommt Pikmin 4. Cool. Mit dem Hund kann man einfach über Wasser fahren. Okay, die erklären jetzt erstmal das eigentliche Prinzip von Pikmin, weil lange kein neues Pikmin-Spiel gekommen ist. Aber ja, ich finde eigentlich, dass das ganze Spiel richtig schön aussieht. Was? Es gibt hier einfach auch einen Untergrund, wie in TOTK. was ist das? Ein anderer Hund. Okay, cooler neuer Spielmodus. Das Dandori-Duell. Ah, und eben hat man unten links gesehen, dass wohl dieser neue Hauptcharakter Lisa heißt. Ah, das sind noch andere neue Charaktere. Es gibt jetzt auch Nachtexpeditionen. Und da ist es besonders gefährlich. Leucht-Pikmin. Cool. Schön. Es gibt auch Neuigkeiten zu Pikmin 1 und 2. Ah, HD-Versionen für die Switch werden veröffentlicht. Ja, ist cool, wenn man die noch nicht gespielt hat. Weil Pikmin 3 Deluxe gibt es ja schon auf der Nintendo Switch. Die Demo erscheint jetzt bald. Coole Trophäe. Für das Splatoon 3 Europa-Turnier, das in Frankfurt stattfindet. Oh, Mario Kart? Ach, Deluxe? Europa-Championship? Cool. Oh, Tauben. Tauben-Battle Royale? Was ist das? Und warum sieht der Mund so komisch aus? Okay. Ich fand dann die echten Tauben besser. Aber eigentlich sieht das ganz cool aus. So Tauben-Minispiele. Tauben-Party. Okay, Welle 5. Einfach eine Badezimmerstrecke. Bad-Parcours. Mutant-Tyrannia. Und ein Regler! Oh, neue Charaktere. Oh, Regler. Kamek auch? Oder Magikoopa, je nachdem. Boah. Ja, cool.
Oh. Okay, jetzt, es wurde jetzt nur eine Strecke gezeigt, aber drei neue Charaktere. Wow, einfach WarioWare Move It. Okay, ja, sehr cool. Okay, man kann noch mit einem Freund spielen, da braucht man aber zwei Paare von Joy-Cons. Ne, was ist das? Okay, 200 Mikrospiele. Nicht Minispiele, Mikrospiele. Okay, 3. November. Okay. Okay, eine weitere Neuigkeit. Ja, Zelda Tears of the Kingdom. Mhm, vor circa einem Monat rausgekommen. Wundervoll. Ja, ein Link-Amiibo ist erschienen. Habe ich auch Unboxing gemacht. Neue Zelda-Amiibo. Und Ganondorf-Amiibo. Cool. Winter 2023. Zu denen hatte ich ja auch einen Short gemacht. Dass Dataminer schon vorher herausgefunden haben, dass es neue Gleiter geben wird. Also ich fand beide vom Design sehr, sehr schön. Was ist das? Warum ist Mario so klein und fett? Hä? Warum sieht das so komisch aus? Ist das neues 2D Mario? Warum können Piranha-Pflanzen laufen? Was ist da? Warum? Hä? Ich habe ein paar Fragen. Warum sind die Nilpferde rund? Okay. Aber eigentlich finde ich das neue Design von Mario gar nicht so schlimm. Neue Blume. Was? Was? Hä? Was ist das für eine Blume? Was macht die? Okay. Neue Jump Sounds. Auch gewöhnungsbedürftig, so wie das jetzt hier. Okay, sieht eigentlich ganz lustig aus. Schafe! Nee, doch. Hä? Was ist das? Ein Wundersame. Super Mario Bros. Wonder. Okay, man kann sowohl Mario, Luigi, Peach und Toad spielen und Daisy. Ob man noch einen steuern kann, weil zu fünf? Ich glaube, sechs wäre besser. Ja, man kann anscheinend auch als Yoshi spielen. Aber naja. Anscheinend gibt es auch so dunkle Passagen. Und die können gleiten. Cool. Sieht alles sehr schön aus. Nach einigen Jahren mal wieder ein neues 2D-Mario. Was ist das? Oder wer ist das? Am 20.10.2023. Okay. Und was sollte jetzt das? Ein Elefantenpilz. Cool. Hat man auf jeden Fall gebraucht. Sowas hat sich jeder Spieler in 2D Marios gewünscht, dass man endlich ein Elefant sein kann und dass es runde Nilpferde gibt. Sowas hat es auf jeden Fall gebraucht. Eigentlich nicht. Und mit dem Elefant kann man irgendwie auch Sachen wegstoßen. Aber sonst fand ich es sehr schön. Okay, das war's? Ja, das war's. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal.